Hallo, du und du natürlich auch. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dinkum hier im Outback. Und ich sehe da hinten was zum Ernten. Das ist meins, ich hab's erst gesehen. Okay, ich dachte, du meintest hier jetzt unsere Kohlrabis. Nee, Quatsch, Salatköpfe? Was? Nein. 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 Ist eigentlich schon ein neuer Bewohner wieder angekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal gießen. Geh mal gießen. Was hatten wir das letzte Mal eigentlich gemacht? Gute Frage. Gute Frage. Jetzt habe ich natürlich das blöde Ding wieder ab. Mir fällt auf, ich soll solche. Nee, ich soll Bäume kloppen. Ja. Und, Zahnräder und einen Schlüssel vergraben? Das habe ich auch so gesehen, ja. Die Mission habe ich auch. Und Muscheln. Und Muscheln so zu vergraben. Nee, anscheinend wohl sammeln. Du sollst irgendwie so einen Schatz finden. Irgendwie so. Oh, dann können wir ja gemeinsam einen Schatz finden. Wenn du das auch hast. Ja. Ja, hab ich auch. Das ist ja nice. Warum schleppe ich hier eigentlich noch so viele Erzklumpen mit mir rum und so? Weiß nicht. Ich auch nicht. Nee, jetzt habe ich das Quarz in der Krapsche. Ach, stimmt, ich wollte ja noch meine anderen Muscheln und so verkaufen. Naja. Nein. Werde ich es jemals lernen, das Menü, das Büchlein mit Escape zu öffnen und nicht mit Tab? Das weiß ich nicht. Das ist nicht viel. Das kann ich dir nicht sagen, ob du das jemals lernen wirst. Ich hoffe ja. Du hoffst. Ja, ich hoffe. Du hoffst. Nein, es ist keiner da. Nö. Schade. Aber dann kann ich einmal in den Laden schon mal was verkaufen. Ich möchte das und das verkaufen. Hilfe. Was ist los? Krokodiler. Krokodiler? Oder Alligatorer, ich weiß es nicht. Was tun wir sie? Oder es ist Kroki. Nee, das ist irgendein so ein komischer Käfer-Dings da. Ich hab die jetzt. So schön wie dieser Hammer auch ist, aber das ist sowas von langsam. Jetzt. Yeah. Bup. Jedes Mal, wenn ich ein Bild machen möchte, ist das Krokodil schon zerlegt. Das ist doch. So. Was bist du? Was bist du? Ein Fiedler Beetle. Ein was für ein Ding? Ein Fiedler Beetle. Ein Fiedler. Oder Fiddler oder so. Fiedelt der auf einer Fiedel oder wie? Ich habe keine Ahnung. So. Ich wollte noch schnell Mupfel. Natürlich liegen hier jetzt gerade mal keine Muscheln rum, ja? Na, die werden ja auch alle abge... weißt du. Und so. Die werden ab und so? Mhm, also weg und so. Hä? Hier war doch gerade ein Käfer. Was abgeschlossen? Was habe ich denn jetzt schon wieder abgeschlossen? Sag mal. Entomologe. Okay. Ich hätte... Entomologist, oder... Schatzi! Ja? Ich krieg den Käfer nicht. Ups. Ich auch nicht. Ich hätte vielleicht vorhin doch Zielwasser trinken sollen. Nee. Nee. Sicher? Ja. Sag mal, wo sind denn heute die ganzen Muscheln? Ne. Werden ja ständig weggesammelt. Von uns. Ja, aber sonst sind die doch immer... Hm, dann kramen wir jetzt erstmal. Was hältst du davon? Ja,
Ja. Ach, du bist schon fleißig. Du bist schon... Bist du? Ich bin bei John. Ach so. Ach Mensch, wir dürfen unsere Hühner nicht vergessen. Ja, das wäre blöd. Ah, wann sind sie noch tot, weil wir sie nicht gefüttert haben? Ja, das kann passieren. Unser eines Huhn ist erwachsen. Ne, das war es doch vorher schon, oder nicht? Ne, das neue. Ach, das neue Huhn ist jetzt auch erwachsen. Es ist jetzt erwachsen. Es ist braun. Oh. Komm her, ich will dich streicheln. Was ist denn hier los? Was denn? Hier so ein... Hunde... Hier so ein Hundus da. Meinst du den schwarzen? Ja. Ja, den hatte ich auch schon gesehen. War das schon, ist er schon länger hier? Na, den hatte ich eben gerade hier gesehen. Okay. Solange er hier nicht unsere Hühner frisst, ist mir das egal, was er hier rumläuft. Wollte ich nochmal sagen. Okay. Ich hoffe, er weiß das auch. Das wird er sonst sehr schnell herausfinden, wenn er einen Hammer über den Schädel gezogen kriegt. Ja, aber, dann ist das Huhn trotzdem schon weg. Na, stimmt auch wieder. Trotzdem soll er sich das ja nicht wagen. Das ist unser Huhn. Er scheint weg zu sein. Ah nee, da ist er ja. Du, Hund, du machst die Tiere ganz nervös. Oh, Schatz, hier hat was gespendet. Diesen komischen Käfer. Apropos Käfer, ich habe auch einen Käfer. Und da krabbelt gerade ein Käfer genau vorm Museum. Ach, das ist nur ein Stinkbug. Haben wir schon einen Stinkekäfer? Keine Ahnung. Stimmt. Tatsache. Ich dachte, wir... Gut, so, graben. Graben. Achso, ne, ich gebe dir am besten mal das Ding, weil du musst ja du machen. Wieso? Nee, das bringt ja nichts. Ich musste auch das Ding ausbuddeln. Also. Ja, aber. Nimm mal. Ich weiß auch gar nicht, wie das Ding funzt. Dann musst du es herausfinden. Darf ich hier. Hier piept's. Hast du es gesehen, mein Schatz? Da piept's. Da. Da musst du jetzt buddeln. Also bei mir hat eins gereicht. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Na, bei mir noch nicht. Ich hab ein Fass. Stimmt eine Ente. Ich wollte gerade sagen, das stimmt eine Ente. Aber nein, das ist ein Vogel. Ich habe einen goldenen Schlüssel. Ja, geil. Willst du dein Piepsgerät wieder haben? Gleich. Gleich. Also, okay. Oder leg's einfach in die Kiste, in die Werkzeugkiste. Okay. Dein Piepsding. In Metalldetektor. Welche Kiste soll's denn? Ich glaube, die. Garten? Ich glaube, die ganze linke ist das, glaube ich. Ich habe das jetzt bei den Gartengeräten reingelegt. Ja, meine ich ja. Gut. Jetzt brauche ich noch Bäume und die Muscheln. Da juckt mir die Nase. Bist du? Ich weiß nicht, ich habe hier noch einen Käfer gesehen. Hallo? Käfer? Käfer. Ich habe den genau gesehen. Bist du sicher? Ich glaube. Es war was Rotes. Ich habe eine Muschel gefunden. Das ist schön. Das freut mich für dich. Die sich nicht aufsammeln lassen möchte. Ja, das ist widerspenstig. Naja. Die Muscheln sind immer widerspenstig. Ich hab ihn verloren. Brauchst du den Käfer? Ja. Musst du sofort eine Suchanzeige am Brett aufhängen. So, ein Käfer noch. Irgendwas Käfriges. Also ich sehe hier ganz viele Schmetterlinge. Obwohl, es könnten auch Blätter sein.
Ich habe eine Libelle gehört. Haben wir schon eine Libelle? Ja, ne? Weiß ich nicht, ob es da mehrere Sorten gibt. Also ich habe schon mal eine abgegeben, aber... Ich kann ja gleich was auch die, ob das auch so eine ist, die... So, haben wir gemacht. Also geht's nochmal. Ja. Was geht's noch irgendwie? Ich soll jetzt zwei Bäume pflanzen. Ich soll zwei Bäume pflanzen? Ich soll noch zwei Bäume pflanzen. Wer grinst mich denn da so frech an am Strand? Weiß nicht. Heike. Heike? Heike. Okay. Ist ja auch mal wieder zu Besuch. Jupp. Schwimmt hier hinten rum. Ich lasse ihn mal schwimmen. Ja. So, wollen wir da ein bisschen was hier für die fürs Klima tun? Fürs Klima? Naja, einen Baum umhauen und zwei Pflanzen. Meinst du? Ja. Obwohl, eigentlich habe ich jetzt gehört, dass man dafür einen Sumpf anlegen müsste, damit das... Ein Sumpf? Ja, aber die mehr CO2 speichern als ein Wald. Hm. Wir sind im Sumpf. Naja, oder halben Sumpf. Ich wundere mir, dass das Haus leuchtet, damit ich wieder zurückfinde. Okay. Wieso habe ich denn auf einmal keine Energie? Was ist passiert? Ja, weil du krass am Schuften bist? Hm. Oder so? So krass am Schuften, dass ich jetzt noch nicht mal mehr einen Baum pflanzen kann. Ohne dass ich gleich was den Latschen kippe. Hallo? Ach, das ist das Gekochte. Ich brauche das Ungekochte. Ach so, ich habe das. Ja, Kokomil und Cooked Kokomil, ja. Okay. Toll. Du bist da drin, ne? Es hat mich ausgenockt. Das hat dich ausgenockt. Ich wollte doch. Wer, das Krokodil oder die Heike? Nein, ich mich selber. Du hast dich selber ausgenockt? Ja, ich wollte noch einen Baum pflanzen. Aber es hat nicht mehr gereicht. Mm-mm. Hat nicht mehr gereicht. Du bist nicht energisch genug, ja? Nee, es hat mich einfach... So buff. So buff. Einfach mal so buff. So. Wieso bin ich halb tot? Weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Ich sollte, glaube ich, was essen. Findest du? Hm, ganz. Das wird überbewertet. Meinst du? Hier nehme ich ein paar. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Nee? Nein. Hier. Sondern? Da. Da ist es. Ich habe noch 14 ungesägte Bretter. Bretter. Die säge ich gleich mal. Das sind ungesägte Bretter. Ja, wieso? Ist doch nicht falsch. Ungesägte? Ungesägte. Bretter. Oder ungefähr. Okay. Keine Ahnung. jetzt habe ich auch noch meine Trinkflasche direkt vom Bildschirm gestellt. Läuft bei mir. Ach, ist doch nicht schlimm. Naja. Ich muss noch Schmetterlinge verkaufen. Muss noch Schmetterlinge verkaufen? Ja. Ich muss noch Schmetterlinge verkaufen. Mensch, haben wir bald mal 25.000 zusammen für diese. Für diese? Na, Minenlizenz, damit wir endlich in die Mine können. Ja, man muss halt immer entscheiden, was man will. Naja. Also ich meine, ne, willst du mehr Bewohner oder
Ne? Erstmal, wer Mann. Ah, hier ist er. Hallo. Ja? Hi. Guck mal, wer da läuft. Ich bin gerade im Museum. Wir haben Besuch. Wer läuft denn da? Es ist grün und hat Augen und beißt mich. Okay. Ich komme von hinten. Au! Du bist umgefallen. Es hat mich... Warum tust du sowas? Ich hab's gehauen. Lauf weg. Oh nein. Geh mal. Tschüss. Pix. Toll, ich bin... Und Guerilla-Taktik hier. Die Guerilla-Taktik. Oh Mann, wie peinlich. Kann ich hier nicht gebrauchen. Lock ist weg. Bin ich. Ich will lieber essen. Schatz. Was denn? Ja, mein Problem. Wer ist das denn? Zwei Krokodile. Drei sogar. Drei Krokodile. Drei Krokodile. Ich hoffe, die kommen hier jetzt nicht am Laden. Au, 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 au. Hilfe. Ich bin ins Wasser gefallen. Es beißt mich. Es will mich beißen. Ich kann im ja Wasser. Nicht. Es will mich im Wasser beißen. Es kommt, es kommt, es kommt. Ich sehe es. Ich sehe es. Omi, hilf uns. Oh, der dodgt auch nochmal nach vorne, das blöde Vieh. Toll. Toll, mein Hammer ist kaputt. Ich nehme die Axt. Es ist tot. Es ist tot. Ich brauche so, neue... Zumindest das auf dem Weg ist schon mal hinüber. Ich brauche neue Waffen. Und irgendwie spenden müssten wir auch mal, ne? Ja, also. Aber die 25.000 für diese dämliche... Toll, ich will mehr Waffen machen, aber ich habe ja gar nichts mit. Ja, schade, dass unser Haus so weit weg ist vom... Ich will das nur mal sagen. Das wirst du mir jetzt ewig vorhalten, oder? Oder du musst eine Werkbank hier bauen. Brauche ich ja trotzdem erstmal die Sachen. Ja. Dann wäre das Ganze nicht mehr so ganz wichtig. Also Schatz, ich brauche drei Holzdinger, ein Tinnenbahn und drei Nails. Was für eine Holzdinger? Gumm. Gumm. Na gut, dass ich gerade Gumm gemacht habe. Gumm. Gumm, Gumm. Und ich habe was eingezahlt. Ah. Was habe ich gesehen? Hallo Hund, so. Lass das Känguru. Was brauchst du noch? Drei Nails. Ich habe nur noch zwei hier. Und? Ein Tinnenbahn. Aus wie viel Tinnenbahn machst du Nägel? Acht. Aus acht Tinnenbahn machst du Nägel? Nein, aus ein Tinnenbahn machst du acht Nägel. Okay. Wo bist du? Hier vorne bei John. Am Fernsehturm. Am Fernsehturm. Das Ding braucht eine CD. Eine CD? Da kann man den Turm reparieren. Oh, unsere Folge. Sozusagen, mein Schatz. Ist schon wieder zu Ende? Schon wieder zu Ende. Na denn? Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall. Kommentieren, abonnieren und...
Hightech, hat er gesagt. Genau. Das müsst ihr. Oder ja, und ja, ja, ihr wisst schon, das Ding da mit der Glocke. Genau. Oder Hightech. Guck dir das mal an. Guck dir den Truger, der ist gleich drinnen da, der blöde Kuriose da. Guck dir das an, der saß schon auf der Truhe. Ich sag dir, kleinen Hupf, sondern ist er drin. Ja, den dann sind unsere armen Hühner tot. Nee, dann müssen wir ihn loswerden gleich mal. Nein, der, nein, das geht nicht, das ist... Wir locken ihn weg. Das ist Alpha-Wand, weißt du? Das ist Alpha-Wand. Okay, bis dann. Der Zaun ist Alpha-Wand, so. Bis dann. Tschüss.